Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die Karte Brusillo Keep an von Battlefield 1. Die kommt ja im neuen DLC mit raus. Und die wollte ich euch ein bisschen näher bringen, da wahrscheinlich nicht alle den Premium Pass haben, um diese Karte bzw. das CT ausprobieren zu können. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Einstiegspunkte an. Fakt ist auf jeden Fall, hier spielen die Russen gegen Österreich-Ungarn. Nagelt mich nicht fest, aber da an diesem Punkt hier sollten die Russen einsteigen. Und die gehen dann weiter zum Punkt D. Der befindet sich hier. Das ist der Punkt D. Wie man hier schön sehen kann, ist hier einfach ein Gebäudeeck. Einfach in der Luft. Kann ich hier durch? Jawohl, ich kann hier sogar durch. Kann ich hier überall durch? Nein, oh, kann ich hier überall durch? Nein, ich kann nicht überall durch. Alles klar, gut. Das wusste ich selber nicht. Okay. Gut, wie gesagt, hier ist der Punkt D. Hier läuft sogar einer. Keine Ahnung, wer das ist, macht aber auch gar nichts. Dann schauen wir uns weiter die Umgebung an. Wenn wir bei Punkt D sind, geht es hier weiter zu Punkt C. Es ist ein relativ kleiner Punkt. Der Punkt C eigentlich nur, ich sag mal so, in der Kameraperspektive hier eingenommen werden kann. Ja. Man muss ziemlich nah bei der Fahne stehen, damit Punkt C eingenommen werden kann. Ja. Und Punkt C wird anscheinend gerade eingenommen oder ist hart umkämpft. Da kommen schon wieder einige Soldaten. Wie man auch sehen kann, irgendwo war hier ein Pferd unterwegs. Das heißt, es gibt Pferde. Hier ist das Pferd. Das heißt, es gibt hier Pferde und hier ist so ein Panzerwagen. Ich glaube, mit diesem Panzerwagen kann man aber nicht mehr fahren. Ich denke nicht. Macht nichts. Wenn wir bei Punkt C sind, dann gehen wir gleich mal zu Punkt B. Punkt B befindet sich hier, relativ großer Punkt, mitten eines Flusses. Von der Vogelperspektive hier. Bei Punkt B kann man auch ziemlich gut mit dem Panzerzug stehen bleiben und diesen bewachen sozusagen, da hier eben die Schienen sind und ja, es kommt auf jeden Fall ein Panzerzug. Also das Team, das am Verlieren ist, erhält einen Panzerzug. Folgen wir mal den Schienen, ein bisschen höher, so, kommen wir zu einem kleinen Haus und hier ist schon der Punkt A. Ja, das heißt, es gibt eigentlich nur vier Punkte. Das ist eigentlich eine reine Infanterie-Map mit, lasst mich mal nachdenken, es gibt Pferde, es gibt Wegen, das sind so Panzerwegen, Panzer gibt es nicht und dann gibt es noch den Panzerzug, der aber hier noch nicht da ist, da anscheinend noch kein Team so stark am Verlieren ist. Ja. Hier ist mal Punkt A. Wenn ich das hier einfangen kann. Punkt A ist anscheinend nicht umkämpft. Und wenn wir hier jetzt weitergehen, ist hier der Einstiegspunkt, hier circa von Österreich-Ungarn. Wenn ich mich nicht irre, ist hier Österreich-Ungarn an der Reihe. Ja. Schauen wir uns die Karte noch ein bisschen an. Mit den Geschützen kann man leider nicht schießen. Hoppala, tut mir leid. Mit den Geschützen kann man nicht schießen. Aber hätte ja auch keinen Sinn, weil von dieser Richtung kommt ja eigentlich auch gar keiner. Schön kann man sehen, dass hier überall Schnee drauf liegt. Dann gehen wir ein bisschen hier höher. Mit welchen Geschützen man schießen kann, kann ich euch auch zeigen. Zum Beispiel mit dem hier. Hoppala, tut mir leid. Kameraführung ist nicht optimal.
Also mit dem Geschütz kann man auf jeden Fall schießen. Kann man schön auf den Turm hier drauf ballern. Ich muss auch etwas zur Grafik sozusagen sagen. Die Grafik ist noch nicht die beste. Wird sich aber noch ändern, wenn der DLC sozusagen offiziell herauskommt. Nein, er ist ja offiziell schon heraus im CTI. Aber man sieht einfach hier einen heftigen Grafikunterschied zu den ganz normalen Maps von Battlefield 1. Ah, da rennt einer. Mit dem kann man natürlich auch schießen. Er ist gerade gestorben. Hier verschanzt sich einer. Ah, da kann ich sogar im Wasser liegen. Sehr geil. Das ist wie gesagt der Punkt B. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann hier abgehen wird, wenn hier wirklich die Grafik passt. Ein paar Bugs sind noch drinnen. Aber ich muss sagen, die Karte schaut schon sehr, sehr gut aus, ja? Was ich so beurteilen kann. Man sieht auch hier, dass man hier unten ist ein See, da oben sind die Berge. Ja, man kann auch sehen, dass hier, das ist das Ziel, das wir einnehmen müssen. Genau, das ist das Ziel, das wir einnehmen müssen. Man kann nämlich auch sehen, dass hier eigentlich auch die Schienen hier nicht, wie kann ich das zeigen, die Schienen hier nicht optimal verlegt sind. Im Prinzip kann hier auch gar kein Zug kommen. Weil wenn man sich das ansieht, die Schienen hören hier eigentlich auf und gehen eigentlich ins Nichts über. Ja, ich muss mal sehen, das interessiert mich jetzt selber persönlich. Gehen die Schienen auf die andere Seite weiter? Nein, die Schienen gehen in die andere Seite nicht weiter. Okay, das heißt, eigentlich ist das ein Geisterzug, weil wo soll hier der Zug vorbeikommen? Ja, das bräuchte zumindest einen Tunnel oder über den See drüber. Ja. Gut. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Also man sieht hier schön, das ist der Punkt A. Das ist meine Kameraführung. Das ist der Punkt B. Dann gehen wir schön weiter zu Punkt C. Und das ist hier, wenn ich hier runterkomme, der Punkt D. Wir könnten hier noch ein bisschen weitergehen zur Kirche. In dieser Kirche kann man auch reingehen. Ja? Da kann man hier reingehen, hier ist eine Leiter. Kommt man eigentlich bis ganz nach oben. Hier ist der Ausstiegspunkt. Und natürlich, wer hier das erreicht und mit dem Sniper beziehungsweise mit dem Gewehr umgehen kann, dem gehört das Ding, ja. Ich muss sagen, die Karte gefällt mir sehr. Ist nicht so finster wie die anderen beiden Karten, die jetzt schon herausgekommen sind. Weil das sind ja reine Nachtkarten eigentlich. Ja. Ich denke mal, mehr gibt es nicht zu sagen. Das habe ich selber noch nicht gesehen, dass hier das Gebäude in Flammen steht. Aber man sieht schon hier, dass die Ecke von diesem Gebäude, ja, ist noch nicht ganz fertig. Ist natürlich auch so, dass das Spiel bzw. die Karte noch nicht richtig fertig ist. Gut, Leute, machen wir noch einen kurzen Flug über diese Karte drüber. Und dann würde ich sagen, war's das. Leute, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, kommentiert, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video in alter Frische wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und tschüss, bis dann.